vor ungefähr 2 bis 3 Jahren festgestellt, dass wir vermehrt Anfragen bekommen zu Themen, mit denen wir uns bis dato noch nicht beschäftigt haben. Und dann haben wir überlegt, was können wir machen, damit wir überhaupt verstehen, was unsere neuen Kunden, was dieser neue Geschäftszweig von uns denn möchte. Digitalisierung ist ein Riesenthema, hat natürlich dennoch für Banken, für Finanzierungen ein Riesenfeld an Geschäftsmöglichkeiten, aber auch Risiken. Ich denke, wir müssen mehr auf unsere Kunden hören. Die Märkte werden sich verändern, die Kunden müssen sich verändern. Weil die Geschäftsmodelle ganz andere in Zukunft sein werden. Ich denke, da haben wir in Zukunft auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Potenzial, da noch viel aufzuholen. Wir können davon viel lernen, von diesen Fintechs, weil sie arbeiten hierarchiefrei. Sie treffen schnelle Entscheidungen. Sie haben Mut, auch mal Fehler zu machen. Sie interessiert keine Regulatorik. Sie kommen manchmal auch aus ganz anderen Feldern und können so tolle Themen entwickeln. Für uns als Bank ist das Thema Digitalisierung eine Riesenherausforderung, weil wir an Geschwindigkeit zulegen müssen im Einsammeln von Unterlagen, im Prozess nach innen weiterleiten, um eine saubere Entscheidungsgrundlage aufzubereiten und dann auch eine gute Entscheidung zu treffen. Dinge, die bei uns digital reinkommen, dass wir die auch dann digital im Gesamtprozess weiterverarbeiten können. Da, glaube ich, haben wir intern noch gute Chancen, uns zu optimieren. Ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig sein, die Digitalisierung bei uns ins Haus mit reinzubringen, in dieses regulatorische Werk, was wir ja vorgegeben bekommen. Für mich ist ein Riesenthema die Kreditentscheidung der Zukunft. Was sind die Fragen, die ich dem Kunden stellen muss? Hilft uns da noch Rating? Das ist vergangenheitsbetrachtet. Was sind da die neuen Kriterien? Zukunft kann man nicht delegieren. An Zukunft muss man selbst denken, für sich selbst und fürs eigene Unternehmen. Deswegen warten wir nicht, was Schlaues aus Berlin kommt oder von der Finanzinformatik hier aus Frankfurt, sondern wir machen uns auch selbst auf. Und heute hier bei diesem Workshop hat man gesehen, dass das durchaus auch Spaß macht. Beginnt dann einfach auch mal in so einem Innovationslab wie hier, dass man die Krawatte weglässt und dass man sich ein bisschen freier bewegt und dann ein Stückchen freier denkt. Weil freieres Denken schafft eben auch wieder Innovation.